Die Aktuelle Stunde von der FDP verlangt zu kostenlosem öffentlichen Nahverkehr. Alles Weitere in der Aussprache, denn der erste Redner von der FDP, der steht bereit am Rednerpult, Oliver Lubczyk. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine Aktuelle Stunde beantragt, weil wir zum einen das Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland haben und zum anderen heute das Bundesverwaltungsgericht sich mit dem Thema Luftreinheit befasst hat und wir der Meinung sind, dass das, was die Bundesregierung tut, absolut nicht ausreicht. Wir haben massive Fehler und Versäumnisse der Industrie und wir meinen, die Bundesregierung hat hier viel zu lange zugeschaut und jetzt drohen Fahrverbote. Das ist ja das Thema heute gewesen. Wir haben schon eine Wertminderung bei den Dieselfahrzeugen. Wir brauchen dringend die Nachrüstung. Wir sind der festen Überzeugung, die Bundesregierung darf hier nicht länger tatenlos zuschauen. Sie muss dringend handeln. Wir merken, dass das zu wenig passiert beim Brief an die EU-Kommission, die die zuständigen Fachminister geschrieben haben. Und das Hauptthema, der Hauptvorschlag, der gemacht wurde, war der kostenlose ÖPNV. Der ist schon mal erstens nicht kostenlos und ist vor allem keine Lösung, keine sofortige Lösung für das Problem. Und deswegen frage ich auch die Bundesregierung, wieso geht eine so weitgehende Maßnahme nach Brüssel, ohne dass sie überhaupt mal abgestimmt wird mit dem Städtetag, mit den zuständigen Landesministerien, mit den betroffenen Kommunen. Die wussten ja nicht mal, was los ist. Und ein solcher Vorschlag ist unrealistisch. Alleine Hamburg würde das jedes Jahr so viel kosten wie die Elbphilharmonie. Und das zeigt ja ein Stück weit, dass auch die Regierung keinen Kompass hat. Und gerade von unionsgeführten Ministerien hätte ich doch mehr erwartet als eine solche Verzweiflungstat. Wenn man schon aus dem Parteiprogramm der Piratenpartei abschreiben muss, zeigt das ja, das ist der falsche Weg, der hier eingeschlagen wird. Jetzt drohen Fahrverbot. Es ist noch mal vertagt worden. Das ist unserer Meinung nach ein schwerer Eingriff in die Eigentumsrechte. Wir haben eine Wertminderung der Fahrzeuge. Und wir sind der Überzeugung, Mobilität ist ein Grundrecht, das wir halten und bewahren müssen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Menschen in Deutschland haben in gutem Treu und Glauben ein Fahrzeug gekauft. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das Vertrauen in die Dieseltechnologie auch wieder gestärkt wird. Den brauchen wir doch, weil er ja effizienter ist beim Thema Verbrauch, beim Thema CO2-Ausstoß. Und das, was auf dem Dieselgipfel, die zweite Maßnahme der Bundesregierung, beschlossen wurde, reicht ja hinten und vorne nicht aus. Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen. Die Bundesregierung will jetzt die Förderung von Elektrobussen. Dummerweise gibt es aber gar keine Elektrobusse auf dem Markt. Deswegen kann das nicht funktionieren. Wir sind nicht da bei den lokalen Unternehmen. Wer die bestellt, das ist so. Fragen Sie mal nach in der Praxis. Der bekommt kein Fahrzeug. Deswegen hilft diese Maßnahme genauso wenig wie das Software-Update. Das Software-Update reicht nicht aus. Deswegen muss die Bundesregierung die Rahmenbedingungen verbessern und schaffen beim Thema Hardware-Nachrüstung, was Zulassung angeht, was Haftung angeht. Beispielsweise über AdBlue muss nachgerüstet werden. Und der ADAC-Test hat es ja gezeigt. 50% NOx-Reduktion können erzielt werden. Da müssen wir ran. Subventionen sind nicht der richtige Ansatz. Verbote sowieso schon mal gar nicht. Wir brauchen Innovation, Nachrüstung. Und das darf nicht der Autofahrer bezahlen. Das darf auch nicht der Steuerzahler bezahlen, sondern der Verursacher des Problems muss dafür sorgen, dass das Vertrauen in den Diesel wiederhergestellt wird. Die einzige Alternative, die es dazu gibt, wäre die blaue Plakette, und die lehnen wir als Freie Demokraten ab, weil es den Lebensnerv der Städte treffen würde. 60 Städte wären eventuell davon betroffen. Wir sind der Überzeugung, das würde zu chaotischen Zuständen führen. Wir hätten einen bundesweiten Fleckenteppich. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das wäre auch gar nicht kontrollierbar. Man sieht es ja bei der grünen Plakette. Wir bräuchten zahlreiche Ausnahmen. Insofern bringt es am Ende auch nichts. Und denken Sie an den Handwerker. Wie soll der die Waschschüssel zu dem Kunden bringen? Denken Sie an den Rentner, der nur wenige Kilometer fährt im Monat vielleicht. Aber der muss ja trotzdem noch seine Einkäufe erledigen können. Und gerade diese Personengruppe würden wir mit einer solchen Maßnahme schwer treffen. Und wir sind der Überzeugung, ausgerechnet diejenigen, die sich keinen neuen Diesel leisten können, dürfen nicht getroffen werden. Auch deswegen wollen wir eine solche Maßnahme unbedingt verhindern. Deswegen muss die Bundesregierung endlich handeln. Alles, was bisher auf den Weg gebracht wurde, ist zu wenig.
Die Industrie muss jetzt endlich, ist am Zug und muss handeln und muss das Vertrauen wieder herstellen. Wir brauchen auch mehr intelligente Verkehrssteuerung. Auch da kann man sehr viel kurzfristig erzielen. Wir brauchen neue Mobilitätsformen, Stichwort selbstfahrende Großraumtaxis, Minibusse. Wir haben eine Anfrage gestellt zum PBFG. Keine Antwort der Regierung. Briefe nach Brüssel werden aber gleichzeitig geschrieben. Das ist ein Missverhältnis. Deswegen fordern wir die Bundesregierung auf. Hören Sie auf mit Verboten, mit Subventionen. Wir brauchen Innovation, Technologieoffenheit. Der Autofahrer darf nicht bestraft werden, weil die Industrie und die Bundesregierung nicht handelt. Tun Sie endlich was. Das ist dringend notwendig. Sonst drohen Fahrverbote hier in Deutschland. Die FDP hat die Aktuelle Stunde heute beantragt. Die Luft in deutschen Städten, die muss besser werden. Die EU-Kommission macht Druck auf Berlin und es droht mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Es drohen Zahlungen, es drohen Dieselfahrverbote. Die Idee der Bundesregierung vor einigen Tagen war, als mögliche Maßnahme beispielsweise zur Verbesserung der Luft in Städten, dass man einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr anbieten könnte. Darüber debattiert jetzt der Bundestag. Michael Dohnt für die CDU-CSU-Fraktion. Das nicht beantragt. Aber das ist der erste Punkt, der mir auffällt. Und der zweite, deshalb will ich mich nachher über diesen öffentlichen Nahverkehr konzentrieren. Der zweite, haben Sie den ja im Bauschenbogen weggewischt, was ich dem Grunde nach, wenn man so pauschal sieht, durchaus auch so sehe. Dann wundert es mich, dass gerade die FDP hier in Berlin die einzigsten sind, die sich dafür hier in der Stadt einsetzt. Und auch, ich glaube, in Osnabrück auch die FDP vorne dran ist, die sowas fordert. Aber das ist dann Ihr Problem. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns doch zum Thema kommen, wie es beantragt wurde. Ein Freifahrtschein für alle und immer, das klingt durchaus nach Schlaraffenland. Und deshalb sollte es auch keinen verwundern, dass es nichts anderes ist als Utopie. In der Realität kann ein uneingeschränkt kostenloser ÖPNV jederzeit überall nicht finanziert werden und ist auch nicht beabsichtigt. Der Verband kommunaler Unternehmen rechnet hoch, 13 Milliarden Euro müssten wir dafür jedes Jahr Minimum einsetzen. Und ich glaube, wichtig ist es, dass nachdem sich die Wogen der Nebel um dieses Thema jetzt geglättet haben, wir die Möglichkeit haben, die Diskussion um verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Schadstoffbelastung in unseren Städten reduzieren können, nun besonnen führen können. In ihrem Brief an die EU-Kommission hat die Bundesregierung am 11. Februar einen Katalog der Möglichkeiten oder Werkzeuge für den Instrumentenkasten, die zusammen mit den Ländern und Kommunen diskutiert werden oder auch schon umgesetzt werden, zusätzlich eingebracht. Und dazu gehört auch die Frage, wie man möglichst viele Autofahrer dazu animieren kann, auf den ÖPNV umzusteigen, um die Abgasbelastung aus dem Individualverkehr zu reduzieren. Und dass in diesem Zusammenhang ein generell kostenloser ÖPNV nicht finanzierbar ist und womöglich sogar zu unerwünschten Effekten führen kann, haben solche Versuche in Städten, wo das schon ausprobiert wurde, gezeigt. Im brandenburgischen Templin zum Beispiel konnte man das Ganze nach 5 Jahren nicht mehr finanzieren, musste das Projekt beenden. In der estnischen Hauptstadt Tallinn hat der kostenlose ÖPNV beispielsweise dazu geführt, dass plötzlich vermehrt Fußgänger und Radfahrer auch noch alle in die Busse eingestiegen sind und das System an den Rand kam. Auch das ist widersinnig, weil wir wollen ja nicht nur das Bus- und Bahnfahren, sondern auch das Radfahren fördern. Aber ein kostenloser ÖPNV an einzelnen bestimmten Tagen mit hoher Schadstoffbelastung könnte eine Variante sein, die vielleicht die eine oder andere Stadt umsetzen möchte. Ich glaube, es ist ein wichtiger Baustein, der dazu führt, und das können wir, glaube ich, auch in unserer Landeshauptstadt in Stuttgart sehen, wo die Werte ja die letzten Jahre kontinuierlich zurückgehen, dass diese verbilligten Tickets, die man angeboten hat, eine Möglichkeit waren.
Und wenn dann die Maßnahmen aus dem Sofortprogramm Saubere Luft noch dazukommen, werden sich die Werte sicherlich noch weiter verbessern. Und ich finde es richtig, dass wir den Kommunen mehrere unterschiedliche Maßnahmen zum Testen an die Hand geben, um die Innenstädte, die Luft in den Innenstädten zu verbessern, ohne dass man Fahrverbote aussprechen muss. Wir setzen lieber auf eine Politik, in der in Kommunen gute Ideen gefördert werden und wir auf die Vernunft der Bevölkerung setzen, als sie mit Verboten zu drangsalieren. Und weil aber jede Stadt, jede Gemeinde anders ist, ist es richtig, dass die Bundesregierung vorschlägt, zunächst in 5 Modellstädten mit unterschiedlichen Ausgangslagen hinsichtlich Einwohnerzahl, Schadstoffbelastung, Verkehrssituation etc. auszuloten, was richtig ist. Und welche Maßnahmen dann auch konkret Erfolg versprechen, das mag in Essen anders sein als bei mir in Reutlingen im Wahlkreis in der Lederstraße. Und deshalb begrüße ich es, dass die Bundesregierung in ihrem Schreiben ein ganzes Bündel an Maßnahmen vorschlägt. Jetzt muss der Umweltkommissar in Brüssel dies prüfen und rückmelden, ob es ein gangbarer Weg ist. Und dann bin ich mir sicher, dass diese Modellstädte dann, wie beispielsweise Reutlingen, zusammen mit Bund und Land ein innovatives Konzept erarbeiten werden. Da kann dann auch ein kostenloser Nahverkehr an Tagen mit hoher Belastung dazugehören, muss es aber nicht. Man muss es auf jeden Fall genau prüfen, damit wir weniger Pkw-Verkehr bekommen, ohne dass wir gleichzeitig dem ÖPNV schaden. Im Gegenteil. Vielen Dank. Brüssel will Maßnahmen sehen zur Verbesserung der Luftqualität in deutschen Städten. Politik und Autoindustrie in Deutschland wollen Fahrverbote unbedingt vermeiden. Deswegen hat man heute auch mit einem Auge immer nach Leipzig geschaut. Da hat das Bundesverwaltungsgericht über diese Fahrverbote gesessen und verhandelt. Allerdings die Entscheidung über Fahrverbote, die ist heute vom Bundesverwaltungsgericht erstmal vertagt worden auf nächste Woche. Jetzt hier in der Aktuellen Stunde weiter mit Kirsten Lühmann für die SPD-Fraktion. Das Versprechen eines kostenlosen ÖPNV hört sich schön an, lässt sich in der Realität kaum umsetzen. Nachdem ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja, jetzt verstehe ich, warum diese Aktuelle Stunde kommt. Dann habe ich aber mal geguckt, wer dieses Versprechen gegeben hat. Ich habe niemanden gefunden. Das Einzige, was ich in der letzten Zeit zu diesem Thema gelesen habe, war eine Passage aus einem Brief, die 3 Minister unserer Regierung an die Kommission geschrieben haben. Und da steht, zusammen mit den Ländern und Kommunen denken wir über kostenlosen ÖPNV als Mittel zur Senkung der Anzahl der Privat-Pkw nach. Wir denken darüber nach. Also wenn man der Bundesregierung jetzt verbietet, nachzudenken und behauptet, das wäre ein Versprechen, dann wird es aber etwas schwierig. Ich finde, die Bundesregierung hat genau das Richtige gemacht, das, was wir von ihr erwarten. Sie hat Vorschläge gemacht, die jetzt diskutiert werden. Und das sollten wir auch mal zulassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zudem ist dieser Punkt, den Sie da hier zum Thema der Aktuellen Stunde gemacht haben, nur ein Punkt von 7, die in diesem Brief aufgelistet waren. Da sind noch ganz andere dabei. Und darum steht in diesem Brief auch drin, man möchte gerne 5 Modellregionen schaffen, in denen man die Effektivität der Maßnahmen, Mehrzahl, also nicht nur der Frage, ist ein kostenloser ÖPNV sinnvoll oder nicht, sondern auch, kann es im Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen sinnvoll sein, kann es da verschiedene Spielarten geben. Mein Kollege Arno Klare wird gleich in seiner Rede da noch mal drauf eingehen. Also es ist doch absolut sinnvoll, dass wir sagen, wir machen Modellregionen und aus diesem Instrumentenkasten von 7 verschiedenen Maßnahmen und vielleicht noch andere dazu, gucken wir mal, was das Effektivste ist. Ich finde, das ist schwer in Ordnung und das sollten wir auch so machen. Und darum wird es in der nächsten Woche auch das erste Treffen mit den entsprechenden Bürgermeistern geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn leider, und das müssen wir auch sagen, ist das Problem der Luftverschmutzung in unseren Städten nicht eins, das man mit einer Maßnahme erschlagen könnte. Das wäre ja schön. Wir machen irgendein Gesetz und ab morgen haben wir weniger Luftverschmutzung. Das funktioniert so nicht. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, die auch die Bundesregierung favorisiert und auch schon auf den Weg gebracht haben, zum Beispiel ein Förderprogramm für Elektrobusse. Und im Gegensatz zu Ihnen bin ich heute Morgen hier in Berlin mit einem Elektrobus gefahren, ganz normal im Linienverkehr der BVG.
Und das ging hervorragend, das war problemlos. Und es war nur ein Modell, es war ein neues Modell, das getestet wird. Also ich empfehle Ihnen mal, nutzen Sie mal den ÖPNV, dann werden Sie sehen, da gibt es hervorragende Lösungen von Elektromobilität. Nur, ich bin mal mit Ihnen einer Meinung, dass der Elektrobus nicht die alleinige Lösung ist. Warum nicht? Wir müssen uns wirklich mal angucken, was sind die Probleme der einzelnen Städte. Und ich gebe Ihnen zwei Beispiele. In München an der Landshuter Allee machen Busse nur gut 5% der Stickoxidemissionen aus. An dieser Messstelle sind die Stickoxidemissionen aber um 50% erhöht. Also selbst wenn ich sämtliche Busse elektrisch fahren lasse, wird das mein Problem in München an der Landshuter Allee nicht lösen. Wenn ich mir allerdings Münster angucke, die Stadt Münster, die wir alle kennen, die schon seit Jahren vernünftige Konzepte machen, wo inzwischen 30% der Menschen, die pendeln, das Fahrrad nutzen, 10% den Bus. Obwohl Münster seit Jahren diese guten Konzepte hat, gibt es immer noch eine Messstelle, wo die Werte pro Jahr überschritten werden. Und an dieser Messstelle sind es eben die Busse, die in Münster sehr alt sind, wo wir noch mit alten Euronormen fahren. Also wenn Münster seine Busse ersetzen würde durch moderne Euro-6-Normen, durch Erdgasbusse oder Elektrobusse, wäre diese Maßnahme für Münster voll ausreichend, für München nicht. Und darum können wir einfach nicht sagen, es gibt eine Maßnahme und die wird alles erschlagen. Wir müssen verschiedene Dinge ausprobieren. Und das macht diese Bundesregierung. Und das ist auch gut so. Was wir aber auf alle Fälle in diesem Instrumentkasten brauchen, was auch drinsteht in dem Brief, sind Nachrüstungen. Nachrüstungen, Hardware-Nachrüstungen von Pkw, Bussen und auch Nutzfahrzeugen. Wir haben gestern so ein Fachgespräch gemacht. Es gibt inzwischen 4 Firmen, die das anbieten. Wir haben nur ein klitzekleines Problem. Wir brauchen dazu die Automobilindustrie. Wir brauchen die Abstimmung mit der Motorsteuerung. Und das kann man nicht alleine machen. Und wenn ich dann Hinweise höre von Chefs deutscher Automobilfirmen, die sagen, das wäre doch alles Quatsch, die Leute sollen doch Neufahrzeuge kaufen, dann finde ich das ein bisschen zynisch. Denn wir haben 15 Millionen Menschen, die Dieselfahrzeuge fahren. Und von denen hat die Mehrheit einfach kein Geld, ihr Fahrzeug, das teilweise 4 oder 5 Jahre alt ist, durch ein neues zu ersetzen. Und es geht hier auch um die Glaubwürdigkeit unserer Automobilindustrie. Wenn Sie da was machen wollen, dann sollten Sie endlich zusammenarbeiten mit der Politik und der mittelständischen Industrie, die diese Lösungen entwickelt haben, damit wir zu einer vernünftigen Lösung kommen. Das Fazit also, auch wenn die Luftverschmutzung Kollegin. In Deutschland sinkt, die Krankheiten der Atemwege nehmen zu. Das heißt, wir müssen etwas tun. Wir können nicht erwarten. Es gibt keinen Königsweg. Lassen Sie uns die Modelle testen. Lassen Sie uns mit der Industrie eine vernünftige Nachrüstung machen. Und dann wird die Luft in unseren Städten auch deutlich besser werden. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Wolfgang Wiele aus der AfD-Fraktion zu seiner ersten Rede vor dem Deutschen Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kostenloser ÖPNV, das klingt sympathisch, aber allein das Wort ist irreführend. Es ist nämlich nichts kostenlos. Der berühmte amerikanische Ökonom Milton Friedman, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, sagte, Zitat, "There ain't no such thing as a free lunch." Sie alle wissen, was er damit meinte. Und alle wissen auch, wie die Öffentlichkeit die vollmundige Ankündigung der Bundesregierung in dem Brief nach Brüssel verstanden hat, als von dem öffentlichen Nahverkehr die Rede ist. Die beiden Vorredner von mir haben jetzt versucht, im Sinne der Bundesregierung ein wenig die Zahnpasta wieder zurück in die Tube zu bekommen. Und ich will die Sache jetzt doch mal in der Gänze betrachten. Wer wird das Ganze bezahlen, meine Damen und Herren? Finanzieren wird es natürlich der Bürger über Steuern und Abgaben. Und wir sprechen hier nicht von Peanuts, sondern von einem Verzicht auf über 12 Milliarden Euro Fahrgeldeinnahmen jedes Jahr. Bei der Idee eines kostenlosen ÖPNV handelt es sich also um eine politische Utopie,
bar jeglicher Rückkopplung zur Wirklichkeit. Wer heute den ÖPNV nutzt, stellt fest, dass Busse und Bahnen zu vielen Zeiten überfüllt und oftmals leider auch unpünktlich sind. Sie agieren jetzt schon im Berufsverkehr an der Kapazitätsgrenze. Noch dazu leidet vielerorts das Wohlbefinden der Fahrgäste, weil Verkehrsmittel und Bahnhöfe zunehmend unsauber und vor allem auch unsicher daherkommen. Denken Sie nur an die Vorfälle der letzten Monate alleine hier in der Bundeshauptstadt. Inzwischen seit Jahren, meine Damen und Herren, fordern wir von der AfD eine Verbesserung der Sicherheit im ÖPNV. Wenn die Finanzierung noch prekärer wird, meine Damen und Herren, wird auch die Chance zu Verbesserungen auf diesem Feld immer kleiner. Boris Palmer, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, seines Zeichens ein Grüner, möchte den ÖPNV ersatzweise über eine Bürgerabgabe finanzieren. Dann bekommen wir also eine Art GEZ für Busse und Bahnen. Auch das, meine Damen und Herren, ist politischer Unsinn. Selbst bei einer gewöhnlichen Nebenkostenabrechnung für Mieter, so hat der Bundesgerichtshof entschieden, müssen Erdgeschossbewohner nicht die Kosten für den Aufzug tragen, weil sie davon ja auch keinen Nutzen haben. Und nach dem Palmerschen Modell müssen auch diejenigen, die Nahverkehrs-GEZ bezahlen, die davon nichts oder fast nichts haben. Die Handwerker, die immer das Auto brauchen, weil sie dicke Werkzeugkoffer zu transportieren haben. Viele ältere Herrschaften, die leider nicht mehr gut zu Fuß sind und kaum mehr Fahrten unternehmen. Und, wenn man auf das Umland schaut, auch die Bevölkerung der kleinen Gemeinden, in denen nur 3 oder 5 Mal am Tag überhaupt ein Bus hält. Und es gibt Städte, die den kostenlosen Nahverkehr schon ausprobiert haben. Viele davon, wie zum Beispiel Templin, der Kollege Dont erwähnte es schon, 100 Kilometer nördlich von hier, mussten ihn wieder abschaffen, weil der Zuschussbedarf um ein Mehrfaches gestiegen war. Um in Großstädten, und davon sprechen wir hier in allererster Linie, hohe Fahrgastzuwächse zu bewältigen, müssen zuerst massive Ausbaumaßnahmen umgesetzt werden. Dazu braucht es viele Jahre. Und das wissen Sie alle, meine Damen und Herren. Planung, Planfeststellungsverfahren, jahrelange Baustellen, ganz zu schweigen von der Realisierbarkeit überhaupt. Und genau an dieser Stelle ist der Vorschlag eines kostenlosen ÖPNV als Reaktion auf einen Drohbrief aus Brüssel und ein vielleicht kommendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vollends absurd. Denn die so heftig diskutierten Probleme mit NOx und Feinstaub bestehen jetzt im Jahre 2018. Jedes Jahr sinken aber die Schadstoffwerte, und das zeigen auch die Messungen des Umweltbundesamtes. Die Probleme werden also dann gar nicht mehr so gravierend sein, wenn man endlich rein praktisch in der Lage sein wird, einen kostenlosen Nahverkehr zur Verfügung zu stellen. Da kann man nur sagen, und das richte ich jetzt an die Bundesregierung, Thema verfehlt, Note 6. Kostenloser Nahverkehr ist also wieder mal ein Thema aus der Rubrik Villa Kunterbunt. Es ist lächerlich zu meinen, damit ein Stückchen weit die Welt retten zu können. Stellen wir uns also der Wirklichkeit, meine Damen und Herren, es gibt kein Free Lunch. Die AfD lehnt diesen Vorschlag deshalb ab. Das Wort hat die Abgeordnete Sabine Leidig für die Fraktion Die Linke. Sabine Leidig ist die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Ja, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, im Unterschied zu allen anderen hier will Die Linke den Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr, Fahren ohne Fahrschein für alle, als Antrieb für eine soziale und ökologische Verkehrswende. Dafür werben wir seit Jahren. Wir haben Fachleute zu Rate gezogen, Konzepte entwickelt, Beispiele gesammelt, von denen man lernen kann, in Frankreich, in Belgien, vor der Haustür hier um die Ecke im brandenburgischen Templin. Bisher sind wir hier im Bundestag belächelt worden, manchmal auch beschimpft dafür. Jetzt aber
überrascht die Bundesregierung mit der Idee, den Nulltarif in einigen konkret benannten Städten einzuführen, um den Autoverkehr zu reduzieren und die Abgasbelastung. Prima, sage ich. Aber dann war es wohl doch nicht so ernst gemeint, wie ich jetzt gerade höre. Kein Anschluss unter dieser Nummer, kein Konzept, kein Plan und kein wirklicher Wille, glaube ich. Das überrascht mich bei dieser Regierung nicht wirklich. Aber dass auch die Grünen abwinken, das hat mich schon überrascht und das verstehe ich überhaupt nicht. Dass ausgerechnet der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir gegen die Einführung des Nulltarifs auftritt, das verstehe ich schon gar nicht. Und langsam glaube ich, dass eine ökologische Verkehrspolitik wirklich nur mit links geht. Es ist doch super, dass mit diesem Brief jetzt die Tür einen Spalt breit offen ist. Und die Leute wollen, sehen es. 71% der Bevölkerung finden es gut, dass der öffentliche Nahverkehr ab 2020 kostenfrei genutzt werden kann. Umfrage, ja, ganz aktuell, Infratest-DiMAP. Das ist übrigens wesentlich mehr als die Zustimmung zur Großen Koalition. Jetzt kommt es darauf an, diesen Rückenwind auch der Öffentlichkeit zu nutzen. Und natürlich nicht ohne Gesamtstrategie. Ein Hauruck, irgendwas irgendwie machen, das führt natürlich zum Chaos und es würde dann als Beweis dienen, dass es nicht funktioniert. Der Verband der Nahverkehrsunternehmen VDV hat natürlich recht. Die Kommunen und ÖPNV-Verbünde, die mit einem solchen Nulltarif starten, die brauchen erhebliche Unterstützung. Und sicher, das ist ja auch genau, was wir wollen, werden Fahrgastzuwächse von 25-40% erwartet. Dafür muss Vorsorge getroffen werden, ist doch klar. Außerdem muss man natürlich auch die Bedingungen für Fuß und Fahrrad deutlich verbessern, denn das ist auch eine wichtige Alternative zum Autofahren. Aber das mittelfristige Ziel soll ein bundesweiter ÖPNV-Nulltarif sein und die Halbierung des Autoverkehrs. So könnten wir die klimapolitischen Versprechen einhalten und wir könnten die Lebensqualität in den Städten wirklich verbessern. Die Linke hat dafür einen Stufenplan vorgelegt. Und wir starten mit drei sehr konkreten Paketen. Erstens. Los geht's mit Modellprojekten für kostenfreien ÖPNV in 15 Städten, und zwar in den 15 Städten, wo die Belastung mit Abgasen besonders groß ist. Und diese Städte erhalten 90% Förderung vom Bund, damit sie diesen kostenlosen ÖPNV einführen können ab 2019 unter der Überschrift Gesundheitsschutz geht vor. Zweitens werden 8 Milliarden Euro jährlich als bundesweite Sofortmaßnahme in den Ausbau und für die Verbesserung der Qualität von Bus und Bahn investiert. Da gibt es ja wirklich viel zu tun, vor allem in den ländlichen Räumen. Das wäre der eine Schwerpunkt. Und der andere Schwerpunkt sind die Metropolregionen, wo besonders viele Pendlerinnen und Pendler unterwegs sind. Dichtere Takte, mehr und neue Fahrzeuge, mehr Personal, Qualifizierung und bessere Bezahlung. Das sind die wichtigsten Rahmenbedingungen, die man schaffen muss, damit es wirklich gelingt, mehr Menschen in einen guten öffentlichen Nahverkehr zu motivieren. Und drittens wollen wir ein Bundesprogramm Freie Fahrt für Kinder und Jugendliche mit Bus und Bahn. Alle Menschen unter 18, Schülerinnen, Auszubildende und Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind, fahren ab 2019 zum Nulltarif und der Bund übernimmt die Kosten. Wir können das bezahlen. Das wissen Sie alle. Es ist eine Frage des politischen Willens und der Umverteilung. Allein die Subventionen von Dieseltreibstoff belaufen sich auf 8 Milliarden Euro jährlich, 4 Milliarden Euro Subventionen, Dienstwagenprivileg. Und wir fordern eine Sonderabgabe der Automobilindustrie, zweckgebunden als Abgabe zur Verbesserung der Luftqualität, 5 Jahre lang jeweils 4 Milliarden. Und wir können das gut rechtfertigen. Im Straßenverkehrsgesetz kann das Feilbieten nicht genehmigter Fahrzeuge mit einer Geldbuße von 5.000 Euro geahndet werden. Wir gehen davon aus, dass mindestens 5 Milliarden nicht genehmigungsfähige illegale Diesel-Pkw verkauft wurden, also rund 25 Milliarden Euro Geldstrafe, die rechtmäßig
bei der Automobilindustrie eingetrieben werden müssten. Und Kollegin Leidig, achten Sie bitte auf die Zeit. In eine Abgabe, die klar zielgerichtet ist und wirklich was verbessert für alle Menschen. Das ist das Ziel, das die Linke verfolgt. Mobilität für alle mit weniger Verkehr. Danke. Sabine Leidig war das für die Linke in dieser Aktuellen Stunde, die von der FDP-Fraktion beantragt wurde und die der nächste Redner in dieser Aktuellen Stunde kommt von der Fraktion Bündnis 90 der Grünen und das ist Stefan Gelpart zu seiner ersten Rede. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, es ist schon bemerkenswert, dass die FDP die Aktuelle Stunde dazu nutzt, ein Loblied auf den Diesel zu singen, dass die CDU die Aktuelle Stunde nutzt, um sich von ihren Ministern zu distanzieren und dass die SPD versucht zu beweisen, dass die Bundesregierung bei diesem Thema nur denkt, aber nicht handelt. Das finde ich schade. Ich hingegen möchte der Bundesregierung zu ihrer ersten positiven Schlagzeile seit Monaten gratulieren. Bus und Bahn kostenlos. Das hat viele Menschen inspiriert, das hat viele Diskussionen ausgelöst und das heißt, diesen Ankündigungen von immerhin drei Bundesministerien, dieser losgetretenen Debatte, müssen nun auch Taten folgen. Natürlich wird Ihnen von der Bundesregierung jetzt mitgeteilt, warum das alles nicht gehen soll. Und die Fachverbände merken dabei durchaus gewichtige Punkte an. Und Sie, Sie in der Bundesregierung, sind zugleich am Zurückrudern. Warum so verzagt? Seien Sie sich gewiss, wir sind an Ihrer Seite, wenn Sie Bus und Bahn besser und günstiger machen wollen. Ja, bislang ist da die Bundesregierung nicht in Erscheinung getreten. Sie haben tatenlos zugesehen, wie Jahr für Jahr die Fahrpreise gestiegen sind, wie sich die Verkehrsverbünde einen Preiserhöhungsmechanismus gebaut haben. Da kam von Ihnen nur eine Art stiller Applaus. Das muss ein Ende haben. Die Preise müssen runter und nicht rauf. Darum lassen Sie uns diese Aufgaben endlich angehen. Ja, die Lösung wird komplizierter sein. Und natürlich ist der Preis nur ein Baustein, aber eben ein wichtiger. Das Angebot von Bus und Bahn muss auch gut sein, also bequem, schnell und sicher, aber eben auch bezahlbar. Und das ist eben für viele Menschen nicht mehr gegeben. Deswegen gibt es so viele Schwarzfahrer. Deswegen müssen so viele Eltern mit Kindern rechnen, ob das Geld für ein Schülerticket eben da ist. Das müssen und das können wir ändern. Und das Land Berlin, rot-rot-grün regiert, zeigt, dass das auch geht. Und ja, das kann und das muss ein Teil der viel beschworenen Mobilitätswende sein. Saubere und bezahlbare Mobilität darf nicht exklusiv sein, sondern für alle. Und Ansätze dafür gibt es genug. Nehmen wir das Wiener Modell. Fahrgäste mit Jahreskarte zahlen dort 1 € pro Tag. Mit einer Verdopplung der Fahrgäste seit Einführung seit dem Jahr 2012. Oder das durchgerechnete Modell einer Berliner Bärenkarte, das auch eine Lösung für die Rush-Hour aufzeigt. All das kann die Menschen aus dem Auto locken, aber auch das ist nur der Anfang einer breiten Palette von Instrumenten. Wir müssen natürlich in das Fahrrad investieren. Warum fehlt da eigentlich jegliche Aussage zu in diesem ominösen Brief? Wann bekennen Sie sich endlich zur technischen Nachrüstung von Dieselautos und dazu, dass das die Automobilindustrie zu zahlen hat und niemand anders? Dass das wirkt und bezahlbar ist, hat gerade der ADAC bewiesen und deswegen ran. Bei alledem dürfen Sie nicht den ländlichen Raum vergessen. Wo kein Bus fährt, hilft es auch nichts, wenn der ÖPNV kostenlos ist. Das heißt, die Investitionen in das Angebot von Bus und Bahn müssen auf dem Land und in der Stadt deutlich rauf. Und damit komme ich zum zweiten Punkt in dieser Debatte. Sehr geehrte Frau Hendricks, aber auch für Herrn Altmaier und Herrn Schmidt sei gesagt, wenn Sie diesen kostenlosen ÖPNV nur in die Zeitung gebracht haben, um endlich mal nicht mehr über Fahrverbote, Nachrüstung und diese Subvention reden zu müssen, dann seien Sie sich gewiss, das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Sie haben breiteste Erwartungen geweckt, jetzt müssen Sie liefern. Und sagen Sie nicht, Sie finden das Geld nicht. Dabei rede ich nicht von den zig Milliarden Folgekosten von Straßenverkehr, sondern Sie subventionieren den Diesel jedes Jahr mit über 8 Milliarden €. Also auch an Sie, Herr Dont. Sie haben Geld wie Heu. Und wir werden Ihnen jeden Tag ins Stammbuch schreiben, geben Sie dieses Geld richtig aus.
Da, wo Sie heute den Diesel subventionieren, müssen wir in Zukunft den ÖPNV, den Fuß- und den Radverkehr unterstützen. Denn es wäre wirklich perfide, wenn diese ganze Nummer nur ein Ablenkungsmanöver, nur Fake News der Bundesregierung wären. Dann würden Sie das Vertrauen in die Bundesregierung untergraben, noch bevor sie überhaupt wieder im Amt ist. Meine Damen und Herren, es geht um saubere Luft, es geht um Gesundheitsschutz, es geht einfach darum, dass die Menschen in diesem Land nicht mehr vergiftete Luft jeden Tag einatmen müssen. Und das ist Ihre verdammte Aufgabe als Bundesregierung. Da können Sie sich nicht rausreden und sagen, das ist die Aufgabe der Kommunen. Dieser Verantwortung müssen Sie gerecht werden. Machen Sie Bus und Bahn endlich besser und günstiger. Fördern Sie den Radverkehr stärker als bisher. Zwingen Sie die Automobilindustrie, für deren Fehler einzustehen und zumindest die Nachrüstung rasch zu bezahlen. Das sind Ihre Aufgaben. Briefe schreiben war gestern, heute gilt ran ans Werk. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Andreas Jung aus der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und lieber Herr Kollege Gelbhaar, Glückwunsch zur ersten Rede. Ich will aber gleich dort anfangen, wo Sie aufgehört haben. Da geht es auf gar keinen Fall um Rausreden, sondern es ist doch richtig, dass wenn man sich zu einer gemeinsamen Verantwortung bekennt, die wir in diesem Land haben, dass man dann in Partnerschaft mit den Kommunen, in Partnerschaft mit den Ländern, mit dem Bund gemeinsam hier vorangeht. Und genau so sind diese Initiativen zu verstehen. Da geht es nicht um ein Wegdrücken, sondern es geht darum, dass man sich dieser Aufgabe gemeinsam stellt. Und ohne Zweifel haben wir Anlass, über das Thema Umwelt und Verkehr zu sprechen. Wir haben Handlungsdruck wegen den Stickstoffemissionen. Wir haben ehrgeizige Ziele im Klimaschutz. Bei den CO2-Emissionen im Verkehr war die Entwicklung in den letzten Jahren nicht so, dass es uns zufriedenstellt, sondern im Gegenteil. Wir haben uns jetzt ehrgeizige Ziele gesteckt für die nächsten Jahre. Wir haben den Klimaschutzplan verabschiedet. Wir werden den in Gesetzesform gießen und wir werden die dort darin enthaltenen Maßnahmen umsetzen. Wegen Stickstoffemissionen und Klimaschutz müssen wir uns dieser Aufgabe widmen. Zu der konkreten Frage, was die Förderung des ÖPNVs angeht, hat mein Kollege Michael Dont vorher schon ausführlich Stellung genommen. Ich will das nur noch mal aufgreifen und sagen, selbstverständlich ist es doch richtig, und diese Aufgabe hat sich die Koalition gestellt, den ÖPNV zu stärken. Wir wollen das aber in einem Gesamtkontext sehen, Stärkung des ÖPNV im Sinne nachhaltiger Mobilität in der Stadt und darüber hinaus mit einer Stärkung auch von Schiene und Bahn und alternativen Antrieben, die wir gemeinsam voranbringen wollen, um mit einem Gesamtkonzept hier voranzukommen. Und ich möchte darauf verweisen, es wird dieser Brief manchmal auf diesen einen Vorschlag reduziert. Es ist vorher aber schon richtig gestellt worden, dass es ein ganzes Bündel an Maßnahmen sind. Und ich will eins noch mal etwas stärker herausgreifen. Das ist das konkrete Vorhaben, den Kommunen Emissionslimits zu ermöglichen bei Bussen und Lieferwagen. Ich finde, das ist ein richtiges Instrument. Wenn dieses Instrument angewendet ist, dann steht es selbstverständlich im Zusammenhang damit, dass man auf diesem Weg auch unterstützt und hilft. Deshalb muss es Förderung geben und deshalb gibt es Förderung, um umzustellen auf Elektrobusse, die selbstverständlich verfügbar und vorhanden sind. Deshalb gibt es Unterstützung und muss es geben, um Dieselbusse umzustellen und nachzurüsten. Und auch das, finde ich, ist ein Punkt, den man in dieser Diskussion sehen muss, den wir einbringen und den wir in dieses Gesamtkonzept einbringen wollen. Und darum geht es, dass wir uns vornehmen, nachhaltige Mobilität in Deutschland voranzubringen. Wir haben die nationale Plattform Elektromobilität. Es gibt den Vorschlag aus der Bundesregierung, das weiterzuentwickeln zu einer nationalen Plattform Zukunft der Mobilität. Und diese Zukunft muss eine nachhaltige Mobilität sein. Und da haben wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen in dem Koalitionsvertrag vereinbart für Elektromobilität, mehr Anreize, beispielsweise bei der Dienstwagenförderung, aber auch sonst die Fortsetzung der Förderung, der Aufbau von Infrastruktur, 100.000 Ladesäulen in den nächsten Jahren,
um Elektromobilität tatsächlich auch auf die Straße zu bringen. Dann das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle. Die Fragen der alternativen Kraftstoffe, synthetische Kraftstoffe, Gas und erneuerbare Energien, das alles gehört zu diesem Gesamtkontext dazu. Da wird es nicht eine Maßnahme sein, aber wir müssen all diese Maßnahmen mit Entschiedenheit und mit Nachdruck voranbringen. Das müssen wir als Politik tun. Wir müssen dabei auch die Wirtschaft in die Pflicht nehmen. Unser Ziel muss sein, dass das effiziente Ökoauto der Zukunft bei uns in Deutschland gebaut wird. Dann werden wir Und nur dann werden wir auch den wirtschaftlichen Wettbewerb gewinnen und dort bestehen. Und dann werden wir unsere Ziele für Umwelt- und Klimaschutz erreichen. Das ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, und der stellen wir uns. Herzlichen Dank. Andreas Jung war das für die CDU-CSU-Fraktion, der Beauftragte für Klimaschutz der Fraktion. Und ihm folgt jetzt Arno Klare für die Sozialdemokraten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich komme aus dem Ruhrgebiet, falls man das hören sollte, es ist durchaus gewollt, ist ein riesiger Ballungsraum, einer der größten in Europa. Und für uns ist dieser Brief, der da geschrieben worden ist, wirklich ein sehr positives Signal. Und ich werde Ihnen das versuchen zu begründen. Die Stadt Essen wird ja als eine Modellstadt genannt. In die Stadt Essen pendeln pro Tag, Arbeitstag, 150.000 Arbeitnehmende ein. 150.000 Arbeitnehmende, die nicht in Essen wohnen. Das sind rund 46% übrigens aller Menschen, die in Essen tagtäglich ihrer Arbeit nachgehen. Getoppt wird das nur von Bonn und Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen, die noch höhere Einpendlerquoten haben. Das Problem ist, nur 18% dieser Menschen pendeln mit dem ÖPNV. 62% nehmen das Auto. Das ist für eine Metropolregion wie diese, aus der ich komme, ein wirklich schlechter Wert. Insofern ist das Signal, was von dem Brief ausgeht, der ÖPNV muss attraktiver werden, genau, goldrichtig. Wir werden die Klimaziele nur erreichen können, wenn der ÖPNV wirklich deutlich attraktiver wird. Und hier ist gerade die Rede gewesen, man habe keinen Kompass, es ist keine Landkarte zu sehen. Ich werde mal so ein paar Beispiele nennen. In der letzten Legislaturperiode haben wir die Mittel für die Regionalisierungsmittel um fast 1 Milliarde erhöht. Für die, die es nicht wissen, daraus wird finanziert, was fährt im Schienenpersonennahverkehr. Wir haben ins Baugesetzbuch hineingeschrieben ein neues Gebiet, ein städtisches Gebiet, nämlich das urbane Gebiet, um endlich mal wieder Arbeiten, Freizeit und Wohnen zusammenbringen zu können. So wie die Städte ehemals mal waren, das setzt die Leipzig-Charta von 2007 um. In meiner Region werden, in der letzten Ausbaustufe sind es dann fast 4 Milliarden in ein Backbone-System, Schienensystem, RRX, Rhein-Ruhr-Express genannt, investiert, im Bundesverkehrswegeplan prioritär hinterlegt. Und wenn wir über Radwege reden, der RS1, der genau an meinem Büro, meinem Wahlkreisbüro vorbeigeht, ist aus dem Ministerium von Barbara Hendricks gefördert und wird jetzt auch weitere Maßnahmen werden auch aus dem Bundesverkehrswegeplan gefördert. Und diese Linie setzt sich fort. Wir werden das im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Bundesprogramm von 333 Millionen auf 1 Milliarde in dieser kommenden Legislaturperiode erhöhen. Als ich das bei einer Veranstaltung gesagt habe, hat mir irgendein Journalist gesagt, das sei wieder der typische Überbietungswettbewerb von Politikern. Herr Gastel ist mein Zeuge, er war bei dieser Veranstaltung dabei. So, und jetzt steht das im Koalitionsvertrag drin. Wir werden auch die Mittel aus dem Sofortprogramm Saubere Luft, 1 Milliarde war da angesagt, verstetigen, und zwar jedes Jahr im Haushalt haben. Und jetzt zu sagen, wir hätten nichts getan, ist schlichter Blödsinn. Die Menschen legen pro Tag 3,4 Wege zurück außerhalb ihrer Wohnung. Das ist eine Zahl, die ist seit 100 Jahren gleich geblieben, hat sie nicht verändert. Nur die Länge der Wege hat sich vervielfacht und liegt jetzt bei 42 Kilometer. 20% dieser Wege sind übrigens Freizeitverkehre. Und im Modalsplit bundesweit sind wir bei 11% ÖV und 55% MIV, also motorisierter Individualverkehr. Das müssen wir drehen.
Da müssen wir deutlich bessere Zahlen bekommen. Und insofern ist dieser Brief wirklich ein Anstoß, ein Nachdenkanstoß, so wie Kirsten Lühmann es gesagt hat. Und ich bin froh und dankbar darüber, dass wir heute begonnen haben, auch auf parlamentarischer Ebene genau darüber ergebnisoffen nachzudenken, wie wir den ÖPNV attraktiver kriegen. Also, was ich zur Handlung gesagt habe, ich weiß nicht, Herr Krische, ob Sie mir nie zuhören, diesmal wieder nicht. Verdammt nochmal, das kann doch nicht sein. Irgendwann müssen Sie doch mal zuhören. Ich habe doch gerade eine ganze lange Liste aufgezählt. Wieso hören Sie mir nicht zu? Sie haben das übrigens, weil Sie den Haushalt abgelehnt haben, haben Sie die Mittel alle abgelehnt, die Grünen, die ich gerade aufgezählt habe. So. Dieser Brief ist der richtige Impuls zur richtigen Zeit. Er steht in einer erfolgreichen Tradition und setzt diese Tradition fort. Und wir werden das in dieser Legislaturperiode zu einem guten, sehr guten Ende bringen. Anno Klare war das für die SPD-Fraktion. Ja, Essen, Bonn, Herrenberg, Reutlingen und Mannheim sollen als Leit- oder Modellstädte verschiedene Maßnahmen testen, um eine bessere Luftqualität in den Städten zu erreichen, darunter vielleicht auch kostenloser öffentlicher Personennahverkehr. Hören wir jetzt Frank Magnitz für die AfD-Fraktion. Bevor wir uns dem eigentlichen Thema zuwenden, drängt es mich zu den Redebeiträgen, die hier von links und von grün gekommen sind, doch noch ein paar extra Worte zu sagen. Hier wird kollektiv und intensiv auf die deutsche Autoindustrie eingetreten und eingeschlagen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade von Ihrer Seite aus niemandem so richtig klar ist, wie gerade diese Branche zum BIP Deutschlands beiträgt, von dem Sie intensiv profitieren. Seien Sie also bitte ein bisschen umgänglicher und vorsichtiger mit der deutschen Autoindustrie. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Kostenloser ÖPNV. Welch wunderbare Vision. Was sich hinter dem Begriff der Kostenlosigkeit verbirgt, dazu hat der Kollege Wiele schon einiges gesagt und das ist, glaube ich, ganz gut erläutert. Aber es sei noch mal darauf hingewiesen, dass wiederum diejenigen zur Ader gelassen werden oder zur Ader gelassen werden sollen, die ohnehin schon die Hauptlast unseres Umverteilungsstaates schultern. Auch das richte ich intensiv und besonders an die linke Seite hier des Plenums. Nun sollen sie auch noch teilenteignet werden über die eingeschränkte Nutzbarkeit der für teures Geld gekauften Fahrzeuge. Deshalb lohnt es sich, den Blick einmal auf das zu richten, was der ganzen unsinnigen Debatte zugrunde liegt. Da ist zuerst einmal der obskure Abmahnverein mit der wohlklingenden Bezeichnung Deutsche Umwelthilfe zu nennen. Bekommt der Wohlklang sofort einen schalen Nachgeschmack, wenn man erfährt, dass zum Beispiel Toyota einer der großen Sponsoren dieses Vereins ist. Richten wir weiter unser Augenmerk auf die USA. Bekanntermaßen Vorreiter im Energiesparen und bei der Emissionsvermeidung. Unschwer erkennbar an schwebend leichten SUVs, zierlichen Pickups und anderen Energiesparmodellen. Eben diesen US-Amerikanern erwacht das grüne Gewissen passenderweise auch just in dem Moment, als VW sich anschickt, der größte Autobauer der Welt zu werden. Wobei die Amerikaner sich einen Grenzwert genehmigen, der um das 2,5-fache über dem liegt, was man sich in Brüssel ausgedacht hat. Geschweige denn, dass man überhaupt auch nur über Fahrverbote nachdenken würde. Wohlgemerkt in den USA über Fahrverbote nachdenken würde. Da werden in den USA von Anwaltsfirmen milliardenschwere Vergleichsverhandlungen zulasten der deutschen Fahrzeugindustrie geführt. Und ähnliche Fälle mit gleichgelagerten Verstößen der US-Industrie werden mit lächerlich geringen Subventionen geahndet. Auch das ist natürlich eine Methode, sich Wettbewerbsvorteile gegenüber unserer Industrie zu verschaffen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Heute rächt sich die ungenügende Verhandlungsstrategie in Brüssel, bei der man leichtfertig die Interessen Deutschlands vernachlässigt hat.
Das Kind ist nunmehr in den Brunnen gefallen und mit wildem Aktionismus soll es geborgen werden. Glauben Sie im Ernst, liebe Vertreter der Bundesregierung, dass Sie damit unabhängige Richter in Leipzig oder gar in der EU-Kommission im geringsten beeindrucken könnten? Ganz makaber wird es, wenn Sie in Ihren Koalitionsvertrag schreiben, wir setzen EU-Recht 1:1 um. Das war dann wohl nichts. Ein Blick über den Tellerrand, sprich die Schweizer Grenze, könnte auch bei unseren Debatten zu mehr Sachlichkeit führen. Das exzellente ÖPNV-Angebot in der Schweiz ist natürlich nicht kostenlos, aber eine sehr gute Ergänzung zur persönlichen Freiheit des Bürgers, seine Mobilitätsentscheidung eigenständig zu treffen. Dass man Bürger nicht zur Benutzung anderer Verkehrsmittel zwingen kann, musste angesichts der aktuellen Debatte auch der grüne Verkehrsminister Herrmann heute Morgen im Deutschlandfunk einräumen. Dabei sind wir bei dem eigentlich entscheidenden Aspekt angekommen, den Grenzwerten in ihrer ganzen Beliebigkeit und Losgelöstheit. Losgelöst nämlich von der Realität, von wissenschaftlichen Erkenntnissen, von Verhältnismäßigkeit und Vernunft. Entsprungen einzig und allein linksgrüner Ideologie der Kategorie »Ich wünsche mir meine Welt, wie sie mir gefällt«. Wie sonst wäre es eigentlich zu erklären, dass wir kollektiv die 70er Jahre mit Millionen hochgiftiger Abgase produzierenden Fahrzeugen überlebt haben? Mir fallen da noch so ein paar Sachen ein, wie zum Beispiel Nematoden in Fischen, BSE und sonst was, alles Dinge, die uns längst umgebracht haben müssen. Warum ist die 29,5-fache Überschreitung des Stickoxid-Grenzwertes für den Straßenverkehr am Arbeitsplatz völlig bedenkenlos hinzunehmen? Oder werden jetzt die Arbeitgeber aufgrund der Vernachlässigung der Fürsorgepflicht angezeigt und in Haftung genommen? Alle diese Grenzwerte, 40 Mikrogramm Stickoxid, aktuell 130 Gramm CO2 pro Kilometer, mit starker Tendenz zur weiteren Absenkung auf 95 Gramm in 2 Jahren. Feinstaubbelastung sind beliebig und man möchte fast sagen, beliebig gewürfelt. Gänzlich unberücksichtigt bleibt hierbei, dass sich der Stickoxidanteil in der Umgebungsluft innerhalb der vergangenen 20 Jahre etwa halbiert hat. Und ich füge hinzu, durch die Erneuerung der Fahrzeugflotten wird er weiter absinken. Kollege Magnitz, ich unterbreche Sie ungern, aber das Minus vor der Minutenanzeige bedeutet tatsächlich, dass Sie jetzt... Die Debatten in diesem Hohen Hause sollten sich durch intensiven Realitätsbezug auszeichnen. Diskussionen über Glaubensfragen gehören auf Kirchentage. Amen. Frank Magnitz war das für die AfD-Fraktion. Ihm folgt jetzt Daniela Kluckert für die FDP-Fraktion. Im Bundestag, dass wir nur bei absoluter Not unterbrechen. Aber wenn dann nicht erkennbar ist, dass der Abgeordnete hier vorn das Zeichen, mit dem wir ja wirklich erst einmal lautlos kommunizieren, auch wahrnimmt, dann müssen wir an irgendeiner Stelle eingreifen. Nun hat die Kollegin, also Petra Pau, die Bundestagsvizepräsidentin, hat noch einmal gesagt, natürlich gibt es Nachsicht bei den ersten Reden, aber auch nicht unbegrenzt. Jetzt ebenfalls eine erste Rednerin bzw. eine Erstlingsrede von einer Abgeordneten der FDP-Fraktion, Daniela Kluckert. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen von einer kleinen Reise berichten. Obwohl Nahverkehrsodyssee trifft das, was ich auf meinem Weg in eine kleine brandenburgische Gemeinde erlebt habe, dann doch deutlich besser. Ironischerweise wollte ich zu einer Veranstaltung zum Thema Mobilität. Ich bin mit der S-Bahn gefahren und wollte für die letzten Kilometer oder wie sagen wir hier so gerne, die letzte Meile, ein Taxi nehmen vom Bahnhof zur Veranstaltung. Im Waggon eingeklemmt dann, habe ich 40 Minuten lang versucht, dieses Taxi zu bekommen, per Telefon, per App, und habe dann am Ende, als ich da war, dann alleine im Zug entnervt aufgegeben.
Am S-Bahnhof des Zielorts angekommen, war dann auch noch meine allerletzte Hoffnung, vielleicht ein Taxi vor Ort am Gebäude zu finden, pulverisiert. Und mit dem Wissen, dass nun die Veranstaltung ohne mich beginnen würde, habe ich mit offenen Schuhen, der Regen war auch da, den 3 Kilometer langen Fußmarsch angetreten, den Wind immer im Gesicht. Aber das sind wir als FDP-Mitglieder sowieso gewöhnt. Zu meinem Glück hat mich dann ein freundliches Ehepaar aufgelesen mit dem Auto und zur Veranstaltung gefahren. Aber Glück, meine Damen und Herren, Glück. Glück kann doch nicht Ersatz für fehlende Konzepte für die letzte Meile sein. Um nachhaltig die Verkehrsangewohnheiten von Menschen zu verändern, kann es aus meiner Sicht nur 2 Ansatzpunkte geben. Erstens ist das die Reibungslosigkeit der letzten Meile zu sichern. Und zweitens die Attraktivität des ÖPNV insgesamt zu erhöhen. Denn glauben Sie ernsthaft, dass sich der gut verdiente Autofahrer mit Tiefgarage am Unternehmenssitz hier in Berlin-Mitte durch die Ersparnis von 80 Euro, das ist nämlich der Durchschnittspreis eines ÖPNV-Monatstickets in Berlin, dazu bringen lässt, morgens um 7.30 Uhr in einen völlig überfüllten U-Bahn-Waggon oder S-Bahn-Waggon zu steigen, den er sich dann im besten Fall auch noch mit Partygästen der letzten Nacht teilen muss? Das wird er sicher nicht. Damit der ÖPNV attraktiver wird und von mehr Menschen genutzt wird, die derzeit mit dem Auto fahren und damit eben auch die Emissionen in unseren Städten produzieren, meine ich, dass die Kapazitäten des ÖPNV erhöht werden müssen. Nur mehr Züge können auch mehr Menschen befördern. In weiten Teilen des Netzes sind wir längst am Limit der möglichen Fahrgastzahlen angelangt. Und zweitens, meine ich, müssen wir bei der Gestaltung des ÖPNV neu und auch innovativ vor allem denken. Die Chancen der Digitalisierung müssen genutzt werden. Und das Personenbeförderungsgesetz, das ist übrigens der Grund, warum ich da in Brandenburg nur auf ein Taxi hoffen konnte und nicht auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Mobilitätsangeboten, das gehört dringend modernisiert. Innovative Mobilitätslösungen müssen zugelassen werden. Denn wenn wir die Emissionen verringern wollen und gleichzeitig, das wird hier auch häufig vergessen, was eigentlich mit dem ländlichen Raum ist, gleichzeitig für die Menschen im ländlichen Raum Mobilität schaffen wollen, darf keine Idee ausgegrenzt werden. Und es ist doch verrückt, dass wir uns hier über zu hohe Emissionswerte unterhalten, aber gleichzeitig leere Taxen vom Flughafen Schönefeld zurück nach Mitte fahren, weil nämlich den Berlinern Taxen es nicht gestattet ist, in Brandenburg Fahrgäste aufzunehmen. Das ist weder sozial, noch ökologisch, noch ökonomisch vertretbar. Der Vorschlag der geschäftsführenden Bundesregierung zu einem kostenlosen ÖPNV ist darüber hinaus weder mit den Verkehrsbetrieben noch mit den Kommunen abgesprochen. Und Frau Lühmann, wenn Sie hier sagen, der Brief ist völlig unverbindlich, ja, und Sie im zweiten Moment sagen, dass Sie aber schon mit Modellregierungen gesprochen haben, dann frage ich mich eigentlich, was davon denn jetzt stimmen mag. Erst heute habe ich einen vom Verband der deutschen Verkehrsunternehmen, also ein durchaus ernstzunehmender Verband in dieser Debatte, einen Brief bekommen, der vor diesem Vorschlag eindringlich warnt. Eine Zunahme der Fahrgastzahlen um 10-15% führe derzeit unweigerlich zum Kollaps. Und dabei sind diese zusätzlichen Fahrgäste mit hoher Wahrscheinlichkeit eben nicht die vorhin von mir erwähnten Autofahrer. Kostenlos ist dieser Vorschlag ohnehin nicht. Er wird nur, wie so häufig, von jemandem anderen bezahlt. In diesem Fall ist es wahrscheinlich die Umverteilung vom bayerischen Bauern hin zum Kreuzberger Beamten. Der vermeintlich kostenlose ÖPNV in Städten löst weder unsere Luft- noch unsere Verkehrsprobleme. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns gemeinsam an klugen Verkehrskonzepten arbeiten, mit besseren Angeboten in ÖPNV und zusätzliche innovative Mobilitätslösungen, die individuellen Verkehr kostengünstig für jedermann ermöglichen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Daniela Kluckert war das für die FDP-Fraktion mit ihrer ersten Rede. Da gibt es Glückwünsche von ihren Fraktionskollegen.
Während es vorne am Rednerpult direkt weitergeht mit Petra Sitte für Die Linke. Frau Kluckert, für den Fall nehme ich immer mein Fahrrad mit. Dann geht man gar kein Risiko ein. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mein Wahlkreis ist Halle an der Saale. Eine wirklich schöne Stadt. Ihr ist sogar die historische Stadtstruktur erhalten geblieben, was einerseits total charmant ist, bedeutet andererseits täglichen Staustress. Nicht nur, weil immer irgendwo gebaut wird, sondern weil eben auch zu viele Autos in und durch die Stadt fahren. Nicht genug, dass also Nerven blank liegen, auch ein gesundheitliches und ein ökologisches Dilemma hat sich daraus entwickelt. Laut Deutscher Umwelthilfe überschreiten wir die Stickstoffgrenzwerte um über 10%. Es läuft nun auch eine Klage der Umweltorganisation gegen die Stadt. Und die Klageandrohung der EU-Kommission gegen Deutschland macht es uns auch nicht leichter. Zur Klageabwendung hat nun die Bundesregierung hier schon thematisiert, der EU-Kommission einen Brief geschrieben. Hui, dachte ich, die Bundesregierung entdeckt den ÖPNV. Na super. In Halle hat Die Linke schon vor Jahren Konzepte dafür öffentlich zur Diskussion gestellt. Derzeit wird intensiv über eine Strategie zum Mitteldeutschen Verkehrsverbund 2025 diskutiert. Im Stadtrat von Halle wurden allein 6 Modelle vorgestellt, wie es gehen könnte. Gespräche mit der Landesregierung und den Landtagsfraktionen laufen. Aber alle wissen, ohne bundesgesetzliche Regelungen wird es nicht gehen. Das alles ist unendlich mühsam. Es bedarf auf Bundesebene endlich politischer Grundsatzentscheidungen. Ich kann nur sagen, wenn sich die Kanzlerin nur halb so oft mal mit Unterstützerinnen und Unterstützern des ÖPNV getroffen hätte, wie sie es mit den Geschäfts der Automobilkonzerne getan hat, wären wir deutlich weiter. Dabei gibt es Vorbilder in der EU und in Deutschland. Tallinn hat schon eine Rolle gespielt. Die haben das sozial motiviert eingeführt, und zwar als einzige europäische Hauptstadt einen Gratisfahrschein. Und jetzt sagen Sie mir bitte nicht, Tallinn sei ja nicht so groß. Tallinn und Estland sind nicht annähernd so reich wie Deutschland. Und doch geht's. Sie können aber auch in Deutschland lernen, hat auch schon vorhin kurz eine Rolle gespielt. Templin, eine hübsche Stadt in der Uckermark mit einem Bürgermeister der Linken, hat ÖPNV umgestellt. Die Nutzerzahlen sind in dieser Zeit um ein Vielfaches gestiegen. Zunächst, stimmt, war alles gratis. Natürlich dann kam die Finanzkrise. Seitdem allerdings gibt es dort eine Art Jahreskarte à 44 €. Und da sage ich mir, das ist ein absolut akzeptabler Preis für eine Jahreskarte. Aber es bleibt ein hartes Stück Arbeit der Kommunalpolitik, die Subventionen zu sichern. Insellösungen, meine Damen und Herren, werden nicht reichen, die Situation in Deutschland zu entspannen. Und natürlich reicht auch gratis ÖPNV nicht, das ist doch völlig klar. Aber man könnte ja wenigstens entschlossen mal anfangen, statt nur darüber nachzudenken. Die Bundesregierung sollte einsehen, dass es eines neuen Mobilitätskonzeptes, insgesamt komplexen Mobilitätskonzeptes bedarf. Statt darüber intensiver hier im Bundestag zu diskutieren, haben wir wertvolle Zeit verloren mit Debatten um E-Autos und Kaufzuschüsse und dergleichen mehr. Dabei weiß jeder, dass man auch mit einem E-Auto hervorragend im Stau stehen kann. Wer sagt, und das ist ja hier schon mehrfach gesagt worden, dass ÖPNV nicht finanzierbar sei, dem will ich erwidern, dass Autoverkehr und damit verbundene Infrastrukturkosten 3-mal höher liegen. Gratis ÖPNV ist also kein Einzelprojekt von irgendwelchen Kommunalhelden. Das muss volkswirtschaftlich gedacht werden. Und nun schlagen Sie ja in dem besagten Brief auch Modellstädte vor. Toll, habe ich gedacht. Modellstädte, großartig. Da müssten ja jetzt für den Osten mindestens Dresden und Halle dabei sein. Aber nichts da. Ostdeutschland? Mal wieder totale Fehlanzeige. Ich sage Ihnen, so wie es in Ostdeutschland nie blühende Landschaften gegeben hat, sind wir auch kein Luftkurort geworden. Was meinen Sie denn?
Was meinen Sie denn, was ich deswegen für Kommentare zu hören und zu lesen bekommen habe? In den letzten 20 Jahren sind im Osten zuhauf Bahn- und Busverbindungen gestrichen worden. Und jetzt zeigt sich eben, wie falsch das gewesen ist. Tausende sind aufs Auto angewiesen. Es muss im wahrsten Sinne des Wortes gerade eben auch in Ostdeutschland umgesteuert werden. Nutzen wir den politischen Druck, der sich jetzt aufbaut, für eine neue Mobilitätsidee, eine, die ökologisch ist, sozial und schließlich auch für alle Nutzerinnen und Nutzer verlässlich. Sagt Petra Sitte, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion. In der Aktuellen Stunde geht es jetzt weiter mit Carsten Möhring, CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich in der Tagesordnung gelesen habe, diese Aktuelle Stunde und den Namen dieser Aktuellen Stunde, habe ich mich ein bisschen gewundert. Ich hätte es ja verstanden, wenn am Tag, an dem wir das Bundesverwaltungsgerichtsurteil zu dem Thema der Revision von den Urteilen aus Düsseldorf und Stuttgart erwarten, man das zum Thema gemacht hätte. Vielleicht auch die möglicherweise drohende Vertragsverletzungsverfahren der EU. Aber das, was wir vorgelegt bekommen haben von der FDP, Mobilität, hat mich dann doch ein bisschen irritiert. Vor allen Dingen, wenn hier eingeleitet wird mit der Frage, wir sollten nicht denken, sondern handeln, hat Herr Luxitsch vorhin gesagt. Ich habe ein Flugblatt der FDP vor der Nase, da steht drin, Mobilität neu denken. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, für die Bundesregierung werden Denkverbote verlangt. Denn was steht eigentlich in dem Brief? Frau Lühmann hat es vorhin schon mal zitiert. Da steht drin, wir denken darüber nach. Und wir denken über 7 Punkte nach. Und nicht nur über die, sondern über die Dutzenden von Punkten, die wir in den Ergebnissen der Dieselgipfel 1, 2 und den weiteren Gesprächen auf die Tagesordnung gesetzt haben. Von den Linken habe ich nichts anderes erwartet als einen Vorschlag, die Kosten des ÖPNV, der ja nicht kostenlos ist, zu sozialisieren und es auf diese Weise zu bezahlen. Das ist ja aber auch nicht das richtige Modell. Und dann habe ich mich über Herrn Gelper ein bisschen gewundert. Herr Gelper, der ÖPNV ist bezahlbar. Und da, wo er nicht bezahlbar ist, weil die Preissteigerungen groß sind, die ganz wesentlich durch Lohnentwicklung bestimmt werden, haben die Städte und zum Teil die Länder zu Maßnahmen von Sozialtickets gegriffen, bei mir in Köln zum Beispiel. Und dass das Modell richtig funktioniert, zeigt sich daran, dass wir jedes Jahr massive Zunahme der Fahrgastzahlen haben. Also marktwirtschaftlich ist das offensichtlich richtig und sozial abgefedert ist es auch. Die Frage, was ein ticketfreier ÖPNV kostet und wie diese Kosten gedeckt werden sollen, die ist natürlich, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und wenn der VDV 12 Milliarden für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt ausrechnet, dann braucht man nicht lange darüber nachzudenken, dass das eine ziemlich irreale Summe ist. Aber es ist auch ja nicht ernsthaft in der Diskussion, eine solche Maßnahme einzuführen. Wir haben bei der ganzen Diskussion einen Punkt, der ist noch gar nicht zur Sprache gekommen, nämlich die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, dass die Belastungswerte aus den Emissionen deutlich zurückgegangen sind. Das heißt, alles, was bisher gemacht worden ist, hat Wirkungen gehabt. Und die Diskussion, die heute bei der Erörterung des Gerichtstermins beim Bundesverwaltungsgericht eine Rolle gespielt hat, nämlich die der Frage der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen im Vergleich zu der gesundheitlichen Beeinträchtigung der Bevölkerung durch Emissionen, wird ja wohl auch noch mal eine Rolle spielen, wenn wir über praktische Maßnahmen in den Kommunen diskutieren müssen. Es geht darum, dass wir mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen arbeiten. Das hat mein Kollege Jung thematisiert. Und die Konkretisierung hat mein Kollege Klare vorhin schon mal deutlich angesprochen. Das will ich hier gar nicht wiederholen.
Vielleicht nur ein Punkt aus den 7 Punkten, die in dem Brief der Bundesregierung der 3 Bundesminister aufgelistet worden sind, gibt es einen, der heißt Rechtsrahmen verändern. Und dahinter verbirgt sich die Überlegung, dass wir die Kommunen in die Lage versetzen sollen, rechtliche Maßnahmen zu machen für punktuelle, lokal wirksame Regelungen, wie zum Beispiel eine Beeinflussung von der Ausstattung, wie sollen Taxen fahren beispielsweise oder Busse oder ähnliches mehr. Das zeigt, dass hier eine Ergänzung gemacht worden ist zu den vielen Punkten, die wir diskutieren, und die sind schlicht und einfach sinnvoll. Die Autoindustrie soll zahlen für Nachrüstungen. Ja, es sieht so aus, als wären technische Nachrüstungen sinnvoll und möglich. Sicherlich nicht in Bezug auf alle Fahrzeuge, weil die möglicherweise dann deutlich zu teuer sind. Die müssen dann auch wirtschaftlich einigermaßen vertretbar sein. Aber wir haben leider eine Rechtslage, die ganz klar sagt, die Autoindustrie, mit Ausnahme des Themas Betrugssoftware, die Autoindustrie hat sich an die EU-Rechtsvorgaben gehalten. Die Vorgaben waren die, die die Lücken ließen, mit denen wir heute zu tun haben. Allerdings will ich auch sagen, dass die Autoindustrie vielleicht wirklich gut beraten wäre, wenn sie statt Hunderte von Millionen Euro in Imagekampagnen stecken wollte, diese Mittel mal benutzen würde, um sich an Nachrüstungskosten zu beteiligen. Das wäre meiner Ansicht nach eine lohnendere Investition. Ich will zum Schluss einen Blick auf Köln werfen. Wir haben in Köln, belastetste Stadt in Nordrhein-Westfalen, Hotspots mit Überschreitungswerten. Wir haben aber auch Messpunkte, wo wir die Werte unterschreiten, die Grenzwerte. Und das zeigt doch eins, das zeigt, dass wir keine flächendeckenden Maßnahmen brauchen, sondern punktuell wirksame Maßnahmen. Dazu bieten die Punkte, die in der Diskussion sind, genügend Möglichkeiten. Wenn wir Punktziele haben, Hotspot sagt Kollege das, wenn wir Möhring, Punktziele haben, ich bitte darum, den Punkt zu setzen. Schießen wir nicht mit Schrot auf Punktziele. Ich danke Ihnen. Das Wort hat die Abgeordnete Uli Nissen für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Nachricht hat uns letzte Woche überrascht. Es hieß, der Bund will kostenlosen Nahverkehr. Viele gingen davon aus, dass dies flächendeckend in ganz Deutschland gelten soll. Wer sich denn aber genauer informiert und nachgelesen hat, hat gesehen, es geht um einen Modellversuch in 5 Kommunen. Ein wichtiger Vorschlag zur Erprobung, zur Verbesserung der Luftqualität. Modellversuche in einigen Regionen halte ich für sinnvoll. Dies kann aber nicht überall umgesetzt werden. In vielen Städten sind die Kapazitätsgrenzen auf vielen Linien des ÖPNV schon jetzt fast erreicht. In meinem Frankfurter Wahlkreis haben wir auf manchen Strecken seit 2010 einen Zuwachs von fast 60% erreicht. Da geht kaum noch was. Aber wir versuchen in Frankfurt durch neue Angebote Menschen dazu zu bringen, auf Busse und Bahn umzusteigen. Auch auf die Initiative unseres Frankfurter SPD-Oberbürgermeisters Peter Feldmann haben wir im Dezember 2017 einen neuen Nachtverkehr für U-Bahn am Wochenende eingeführt. Dieser Nachtverkehr wird von der Bevölkerung ausgesprochen gut angenommen. Deshalb denken wir darüber nach, diesen Nachtverkehr auf weitere U-Bahn und Straßenbahn auszugleichen. Grundsätzlich müssen aber die Bedingungen für den ÖPNV verbessert werden. Deshalb ist es gut, dass wir im Koalitionsvertrag, wenn er denn von unseren Mitgliedern angenommen wird, vereinbart haben, dass wir den ÖPNV deutlich besser fördern wollen. Die Mittel für das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz GVFG werden bis 2021 für Aus- und Neubaumaßnahmen in 2 Schritten von derzeit 333 Millionen auf 1 Million Euro erhöht. Und wichtig, diese sollen dann jährlich auch dynamisiert werden. Mit dem GVFG stellt der Bund Mittel für große Infrastrukturmaßnahmen zum Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs vor Ort zur Verfügung. Damit können die Angebote im Nahverkehr vergrößert werden, sodass die Pendlerinnen und Pendler zum Beispiel nicht mehr in überfüllten Zügen zusammenstehen müssen. Auch dies trägt sicherlich dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger eher vom Auto auf die Bahn umsteigen. Natürlich ist auch ein geringerer Preis ein guter Grund, umzusteigen. Auch da bin ich unserem Frankfurter SPD-Oberbürgermeister dankbar. Er war und ist ein großer Befürworter eines 1-Euro-Tickets.
In einem ersten Schritt können jetzt erstmals Schülerinnen und Schüler für nur 1 Euro am Tag, also das Wiener Modell, rund ums Jahr Bus und Bahn fahren. Und dies in ganz Hessen, das finde ich großartig. Und Herr Gelper, auch in Frankfurt sind dieses Jahr sind die Gebühren für das Einzelticket gesenkt worden. Also es geht auch anders, wenn der Oberbürgermeister Peter Feldmann das will. Wichtig ist mir auch, dass wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass Kommunen bei der Ausschreibung von ÖPNV-Leistungen auch privaten Unternehmen soziale und ökologische Standards vorschreiben können. Noch lieber ist mir aber natürlich, dass der ÖPNV von kommunalen Unternehmen betrieben wird. Mit einer Senkung der Trassenpreise wollen wir mehr Güter vom Lkw auf die klimafreundliche Schiene bringen. Die Verbesserungen beim ÖPNV sind gut und notwendig, aber nicht jeder Weg kann mit dem ÖPNV erledigt werden. Deshalb müssen wir auch bei den Kraftfahrzeugen ansetzen. Beim Nationalen Dieselforum im Sommer 2017 sind einige Beschlüsse gefasst worden. Die Automobilindustrie war nur bereit, die Kosten für ein Software-Update für gut 5 Millionen Dieselfahrzeuge zu übernehmen, um die Stickoxidemissionen zu reduzieren. Die Automobilindustrie hat aber angegeben, dass es keine sinnvollen Nachrüstungen für Hardware gibt. Der damalige Verkehrsminister Dobrindt hat dies geglaubt. Ich habe das damals schon arg angezweifelt. Seit dieser Woche wissen wir, die Automobilindustrie hat wieder mal getrickst. Der ADAC hat jetzt aktuell nachgewiesen, dass Hardware-Nachrüstungen an Dieselfahrzeugen nicht nur möglich, sondern auch hochwirksam sind. Bis zu 70% innerorts, bis zu 90% außerorts weniger Schadstoffe lassen sich laut den Messungen durch Nachrüstung an solchen Fahrzeugen erreichen. Besonders wichtig ist, in solchen besonders belasteten Gebieten könnte dies eine Verbesserung der Luftqualität von bis zu 25% mitzubringen. Auch aufgrund des zu erwartenden Gerichtsurteils und des absolut notwendigen Gesundheitsschutzes ist es dringend erforderlich, dass neben der Software-Updates auch an den betroffenen Dieselfahrzeugen ein Hardware-Update erfolgt. Autos mit diesen Updates könnten von drohenden Fahrverboten in deutschen Innenstädten ausgenommen werden. Aus meiner Sicht ist vollkommen klar, die Kosten für die Nachrüstung dürfen nicht an den Verbrauchern hängen bleiben. Sie müssen von den Verursachern getragen werden, der Automobilindustrie. Das hat Barbara Hendricks ja auch immer schon gefordert. Sie zahlen in den USA zig Milliarden an Strafe. Und hier wollen Sie die Kundschaft mit den lächerlichen Kosten für die Software-Updates abspeisen? Viele befürchten jetzt einen hohen Wertverlust ihres Fahrzeuges und haben Angst, dass sie die betroffenen Innenstädte nicht mehr befahren dürfen. Viele Handwerker sehen die Gefahr, dass sie ihren Fuhrpark stilllegen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns den Menschen helfen und die Automobilindustrie dazu verpflichten, die Kosten für die notwendige Nachrüstung zu übernehmen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Soweit Uli Nissen. Und die letzte Rednerin hier in der Aktuellen Stunde ist Daniela Ludwig von der Union. Sie ist die verkehrspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Daniela Ludwig für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der viel zitierte 7-Punkte-Brief ist Anlass dieser Aktuellen Stunde, vielmehr eigentlich nur ein Punkt, und dort beginnt es eigentlich schon. Diese Aktuelle Stunde ist nichts anderes als viel zu kurz gesprungen. Und damit der Eindruck hier nicht stehen bleibt, dass wir nur mit Verlaub über einen Brief der Bundesregierung reden, möchte ich schon noch mal Ihr Augenmerk darauf lenken, dass wir das Thema Luftreinhaltung, die deutsche Verpflichtung auch im europäischen Kontext, die Stickoxidwerte runterzudrücken, sehr, sehr ernst nehmen und deswegen auch schon in der letzten Zeit Maßnahmen ergriffen haben, die, auch das ist heute viel zu kurz gekommen, bereits Wirkung zeigen. Und ich will gar nicht darauf anspielen, dass wir diese 5,3 Millionen Autos nachrüsten, sondern was noch sehr viel wichtiger ist, wir haben ein 1 Milliarden Euro schweres Sofortprogramm saubere Luft aufgelegt. Und das ist es doch, worum es geht. Was steht da drin? Wir wollen die Elektrifizierung des urbanen Wirtschaftsverkehrs, die Elektrifizierung von, wichtig, Taxis, Mietwagen, Carsharing-Fahrzeugen, natürlich Elektrobusse, die es auch gibt auf dem Markt und die funktionieren. Wir müssen Dieselbusse nachrüsten, weil es im ÖPNV sonst nicht anders funktionieren wird. Und das sind nur einige wenige Maßnahmen, die schon laufen und für die wir bereits Geld in die Hand nehmen. Darauf möchte ich Ihr Augenmerk zunächst legen. Und weil ich oft gehört habe, der Fahrradverkehr würde bei dieser Bundesregierung und hätte auch in der letzten Legislaturperiode nicht stattgefunden, auch das ist natürlich ein Märchen, wie wir alle wissen. Wir stocken das Fahrradförderprogramm auf insgesamt 200 Millionen Euro auf jährlich. Und lieber Herr Klare, ich glaube, wir sind uns einig, da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Da sehen Sie schon. Fahrradverkehr, Elektrifizierung, auch
im ÖPNV sind alles Schwerpunkte, die uns dazu führen werden, dass die Luftbelastung in vielen Städten dieser Republik geringer wird. Und wenn wir uns dann die Zahlen des Umweltbundesamtes anschauen, 2016 90 Kommunen, die deutlich über den Grenzwerten liegen. Greifen dieser Maßnahmen, die ich Ihnen gerade gesagt habe. 10 Kommunen sind jetzt bereits aus diesen 90 schon wieder rausgefallen, fallen nicht mehr über die Grenzwerte. 15 Kommunen sind wohl schon auf dem besten Wege, diese 90 Kommunen jetzt auch verlassen zu können. Das zeigt uns, diese Maßnahmen sind eben kein Tropfen auf den heißen Stein, sondern sie sind zielgerichtet, sinnvoll und erreichen genau das, was wir erreichen wollen, nämlich eine bessere Luft in dieser Republik. Und natürlich ist es richtig und wird ja auch von fast niemandem in diesem Haus bestritten, dass Dieselmotoren einen nicht unerheblichen Anteil an den Stickoxidemissionen haben, selbstverständlich. Dennoch, es gab auch mal Zeiten, da haben wir den Leuten gesagt, kauf bitte den Diesel. Warum? Geringerer Kraftstoffverbrauch, bessere CO2-Bilanz. Das soll jetzt alles plötzlich nicht mehr stimmen. Und jetzt wollen wir den Haltern der 15 Millionen Dieselfahrzeuge in unserem Land mit Fahrverboten, Sonderplaketten oder was sonst noch alles hier in der Gegend rumschwirrt, die alleinige Verantwortung dafür aufbürden, dass die Luft besser wird? Nein, ganz klares Nein von Seiten meiner Fraktion. Das ist nicht der Weg. Das ist auch insbesondere nicht der Weg zu dem, was wir anstreben, nämlich eine nachhaltige Verkehrspolitik und eine nachhaltige Mobilität. Aber nicht auf dem Rücken der Dieselfahrer, denn die können am wenigsten dafür. Und es können auch nicht sehr viel dafür unsere ganzen mittelständischen Handwerker, von denen 2/3 der Fuhrparke Dieselfuhrparke sind. Auch denen müssen wir eine angemessene Übergangsfrist mindestens zubilligen, um sich umzustellen. Das sind nämlich die Leistungsträger in unserer Gesellschaft, und die können wir auch nicht aus der Stadt aussperren. Wir wollen im Gegenteil, dass sie in die Städte fahren, weil wir auch wollen, dass die Arbeitsplätze, die diese Mittelständler mit ihren Fuhrparken auf dem Land geschaffen haben, auch weiterhin erhalten bleiben, meine lieben Freunde. Und deswegen ist es richtig, nachhaltige Mobilität. Der ÖPNV wird eine große Rolle spielen bei der Reduzierung der Stickoxide in den stark belasteten Städten. Selbstverständlich. Aber bitte mit Augenmaß, keine Schnellschüsse. Wir werden bei Carsharing noch mehr tun müssen. Die letzte Regierung hat ein Carsharing-Gesetz aufgelegt. Warum? Weil auch das ein Mittel zum Zweck ist. Mittlerweile ein Carsharing-Auto ersetzt 20 private PKWs in unseren deutschen Innenstädten. Auch das ist ein richtiger und wichtiger Weg, den wir beschreiten müssen. Und ein letztes, die Digitalisierung unserer Verkehrslenkungen. Auch darüber müssen wir nachdenken. Wir können nicht weiterhin vertreten, dass Verkehr in der Stadt nur steht. Wir müssen fließende Verkehre produzieren. Da kann uns die Digitalisierung helfen. Da können wir in Deutschland auch Vorreiter sein bei diesen Technologien. Deswegen natürlich Senkung des Stickoxidausstoßes bei Fahrzeugen. Ein Punkt. Weiterer Punkt. Viel, viel besserer ÖPNV in diesem Land heißt aber nicht automatisch, dass er deswegen kostenlos sein muss, sondern er muss erst mal besser werden. Und das Dritte ist eine vernünftige Verkehrslenkung, die wir mit unseren Erkenntnissen aus unserer Wirtschaft mit Sicherheit gut erreichen können. Und dann ist mir auch um die Luftqualität in diesem Land nicht bange. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war die Aktuelle Stunde.